Moin Moin, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich mit euch aus alten Gerüstbohlen eine tolle Bank bauen. Und wie du das machen kannst, das erfährst du in diesem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Und so schnell ist das Intro vorbei. Ich weiß gar nicht, gefällt dir dieses Intro? Findest du es lästig oder nervig? Lass mir einen Kommentar da, damit ich das weiß. Vielleicht schalten wir das ganze Intro auch mal ab, weiß ich nicht. Aber ich glaube, für die meisten ist das eigentlich immer eine sehr, sehr tolle Sache. Ich habe mir ein paar alte Gerüstbohlen besorgt, unter anderem hier so ein Stück Holz, wo noch Kleber dran klebt und ganz, ganz viel Dreck und Farbe. Also ganz, ganz typisch für Gerüstbohlen. Hier auch mit Metallbeplankung dran und hier putzt es das Ganze. Und daraus wollen wir uns einen richtig, richtig geilen, eine richtig, richtig tolle Bank machen, eine Sitzbank oder einen Hocker, kann man sagen. Das Ganze wird sehr, sehr einfach sein. Ihr braucht nicht viel Werkzeug. Aber was wir jetzt als allererstes machen ist, ich würde mal sagen, wir sägen erstmal hier diese Teile hier ab. Und dann nehme ich hier meine Säbelsäge. Die eignet sich eigentlich sehr, sehr gut für solche groben Arbeiten. Damit werden wir auch später dann ein, zwei Verbindungen ausarbeiten. Also was ganz, ganz Einfaches. Moin. Moin. Jetzt geht es darum, dass wir diese Oberfläche wieder ein bisschen säubern. Und das Rustikale an sich mag ich ja sehr, aber es ist ziemlich dreckig. Und jetzt werde ich das Ganze mit einer Drahtbürste bearbeiten und nicht irgendeine Drahtbürste, sondern das ist eine speziell, womit ihr das Weichholz herauskratzen könnt. Und das mache ich draußen, weil das ziemlich eine sehr, sehr dreckige Angelegenheit ist, also eine sehr, sehr staubige. Was müsst ihr machen? Das Ganze einfach festzwingen und dann natürlich auch Mundschutz verwenden, jetzt nicht so wie ich. Und dann nehmt ihr einen kräftigen Akkuschrauber, ihr könnt auch eine Bohrmaschine nehmen. Und dann könnt ihr das Ganze rauskratzen. So, der nächste Tag ist angebrochen. Ich habe mir jetzt nochmal aus der zweiten Bohle mir insgesamt zwei lange Streifen zugeschnitten. Die habe ich dann draußen nochmal geschliffen und gerade an meiner Kapp- und Gärungssäge zugeschnitten. Und zwar habe ich hier eine 5 Grad Schräge angeschnitten, so dass das Ganze so leicht schräg ist. Ihr könnt das natürlich, wenn ihr keine Kapp- und Gärungssäge habt, könnt ihr das Ganze auch gerade zuschneiden. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, würde ich euch empfehlen, eine kleine Schräge anzusägen. Das Ganze sieht schöner aus. Danach habe ich das Ganze noch mit meinem Breitbandschleifer ein bisschen bearbeitet, sprich die Füße, die unten stehen, leicht abgerundet, damit das so ein bisschen vintage aussieht. Und jetzt können wir loslegen mit dem Verleihen bzw. mit dem Zusammenbauen. Ihr könnt quasi das Ganze stumpf zusammenschrauben, wenn ihr wollt, wenn ihr keine anderen Möglichkeiten habt. Ihr könnt das Ganze dübeln. Es gibt hier so ein Dübelset von Bosch, gibt es auch von ganz vielen anderen Herstellern. Da gibt es Zentrierspitzen, ein Bohrer, Leim und ein paar Dübel, dann könnt ihr das Ganze miteinander verbinden. Ist ganz, ganz einfach. Das Ganze, hinten wird es auch nochmal beschrieben, wie das Ganze gemacht wird. Ich werde das Ganze aber jetzt anders machen, da das ja sehr, sehr rustikal aussehen soll, werde ich das Ganze miteinander, wartet mal, verschrauben, Leim angeben. Hier kommen nochmal so Querfüße rein. Wird das Ganze verschrauben jetzt und dann werde ich das Ganze aufbohren und so große Holzdübel reinschlagen mit Leim, das Ganze plan schleifen und dann haben wir im Grunde eine Verbindungsart, die geschraubt und geleimt ist, aber man am Ende das Ganze gar nicht sieht, also quasi unsichtbar, beziehungsweise man sieht so einen Holznagel und das finde ich würde ganz gut hier zu diesem Hocker passen. Und das Ganze ist wirklich einfach. Ihr braucht ja nicht wirklich viel Werkzeug zu. Ich habe mir jetzt hier zwei Punkte angezeichnet. Ein 10er Bohrer, weil wir auch einen 10er Dübel verwenden. Und da gehe ich jetzt bei. Es ist wirklich Augenmaß. Gehe ich jetzt bei, stelle das Ganze auf Bohren oder auf Schnelllauf. Und natürlich nicht auf Schlag, sondern auf Bohren. So. Und senke das Ganze ein bisschen. Da genügt es wirklich, dass ihr ungefähr 10 mm reinbohrt. Das machen wir natürlich auf beiden Seiten und natürlich auch die richtige Seite.
ist ein bisschen tricky. So, und dann nehmen wir ein, ich würde mal sagen, ein Viererbohrer, je nachdem, was ihr für eine Schraube verwendet. Und dann bohren wir das Ganze nochmal komplett durch. So. So sieht das aus. Habe ich jetzt die falsche Seite genommen? Nee, richtig. So, und jetzt nehme ich hier 10 cm als Augenmaß. Oder wollen wir doch wie? Nee, wir müssen ja 10 nehmen. So, und dann schrauben wir das Ganze fest. Und dazu nehme ich jetzt, je nachdem, 85er Schrauben. Da müsst ihr ein bisschen gucken, was ihr für Holz habt, was ihr für Gerüstbohlen habt. Die meisten Gerüstbohlen haben so eine Stärke von, ja, ich würde mal sagen 40 bis 50 mm. Und dann schrauben wir das Ganze fest. Und dadurch, zack. Jetzt ist die Schraube auch richtig gesenkt und wir können dann gleich hier ein Holzdübel reinschlagen. So, und jetzt habe ich das Ganze drunter gestellt, schon ziemlich wackelig. Ich werde das Ganze jetzt auch von oben verschrauben. Und jetzt bin ich am Überlegen, wie viel wir hier reinrücken. Ich habe jetzt 14,5 cm genommen, von links und rechts das Ganze vermittelt. Und damit der Fuß auch nicht schief ist, halten wir uns hier nochmal einen Winkel ran. Natürlich so alleine ein bisschen wackelig. Und dann bohre ich das Ganze vor, genauso wie mit den Füßen. Und ihr könnt natürlich auch hier, wer es jetzt mag, wer es hier oben keine Nägel sehen will, also keine Holznägel, der kann natürlich jetzt auch hier oben die Zentrierspitzen verwenden, wie ich gerade eben schon gezeigt hatte. Ne? Voilà. So, wenn ihr dann alles richtig gemacht habt und sorgfältig gearbeitet habt, dürfte das Ganze nicht kippeln. Und wie soll es anders sein, es kippelt. Aber ich werde nachher nochmal kleine Filzgleiter unterschrauben und ich denke, die könnten so ein bisschen noch wegbalancieren. Ansonsten haben wir jetzt hier so 2 mm, was ein bisschen kippelt. Wir könnten natürlich den noch ein bisschen mit einem Bandschleifer anschleifen, dann müsste das Ganze weggehen. Ich werde es mal ausprobieren. Ansonsten wisst ihr, wie man sowas beheben kann? Ich hatte schon mal so eine Frage gehabt bei meiner Werkbank. Ich habe mal eine Werkbank gebaut, die steht im Nebenraum, ist wie du welche hier oben da mal verlinken. Und bei dieser Werkbank, die hat auch gekippelt. Und dann habe ich das aber auch so gelöst und es hat funktioniert. Aber viele von euch wollten wissen, wie ich das Ganze gemacht habe. Ich weiß nicht, gibt es da irgendwie Tipps oder besondere Tricks? Ich weiß, es ist nur diese Variante hier. Diese Variante funktioniert auch ziemlich gut. Um die Schraubenköpfe zu verdecken, habe ich mir kleine, wie gesagt, Rundhölzer zugeschnitten. Und das Ganze ist wirklich kinderleicht. Und das Tolle ist daran, es sieht sehr, sehr rustikal aus. Wir haben eine tolle Verbindung bzw. einen Abschluss geschaffen. Und das kann jeder von euch zu Hause nachmachen. Ich gebe jetzt hier mal so einen Tropfen Leim rein. Natürlich nicht zu viel. Und es muss nicht wirklich viel Leim da rein. Ne? Es reicht ein Tropfen. Das Ganze verteilt sich schon von alleine. Wenn ihr jetzt so viel macht, kann es durchaus sein, dass das aufplatzt, das Holz, weil der Leim muss ja irgendwo hin. Und das ist dann rausquillt. Und das ist natürlich dann nicht so schön. Dann nehmen wir so einen Stift oder so einen Dübel, den wir uns zugeschnitten haben. Und schlagen den dann mit Schmackes rein. Aus wie gewollt, ne? Sollte auch so sein. Und jetzt, damit wir unser Parkett oder Fliesen oder sonst irgendwas nicht zerkratzen und falls der Hocker mal hochgehoben wird und abgestellt wird, damit da nicht so ein dumpfer, lauter Ton gibt, nehme ich jetzt so Filzgleiter. Habe ich sogenannte Filzgleiter und die gibt es wirklich in unterschiedlichen Ausführungen. Einmal hier aus Kunststoff und einmal hier mit Filz. Gibt es auch zum Nageln, aber zum Nageln kann ich dir nicht empfehlen.
Es kommt immer darauf an. Wenn ihr Weichholz habt, könnt ihr das Ganze nageln. Ansonsten bei Eiche oder bei Douglasie oder Hartholz verformt sich dieser Nagel. Deswegen nehme ich mal ganz, ganz gerne die zum Schrauben. Und das Ganze dreht ihr dann um. Zack. Und schraubt das Ganze dann mittig fest. Übrigens, alle Produkte oder Werkzeuge verlinke ich dir unten nochmal in der Videobeschreibung. Die Videobeschreibung findest du direkt unter dem Video. Und dort findest du alles nochmal, bis auf die Gerüstbohle. Die kann man, glaube ich, online nicht mehr kaufen. Aber es gibt so bestimmte Portale, da findet ihr beispielsweise gebrauchte Möbel, Schränke und so weiter und so fort. Und dort werden auch Gerüstbohlen angeboten. Recht teuer, weil das ja jetzt ein bisschen in Mode gekommen ist, dieser Look. Aber wenn ihr die Augen offen hält, mit etwas Glück, könnt ihr eine günstige Gerüstbohle auch ergattern. Und schaut mal, ich habe nicht gefuscht. Die Bohle ist schief, deswegen hat der Tisch oder die Bank anfangs so ein bisschen gewackelt. So. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und animiert dich jetzt nachzumachen. Wie gesagt, das Ganze ist wirklich einfach, aber man darf die Schleifarbeit nicht unterschätzen. Ich habe bestimmt für diese kleine Bank hier einen halben Tag geschliffen, also daran saß ich. Und für alle, die die Höhe wissen wollen, ich habe jetzt hier eine Gesamthöhe von 45 cm. Wer so eine Bank nur etwas moderner bauen möchte, der schaue sich dieses Video an. Das ist eine Gartenbank aus Dachlatten gemacht, ganz, ganz einfach. Ansonsten, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, hier den Abo-Button. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Freitag wieder um 19 Uhr. Euer Mr. Handwerk auf YouTube. Ciao. Ach so, und auf Instagram folgen. Unbedingt. Ganz, ganz wichtig.